Erhan Hossehlen, Dr. Mimou Nazizi. Vielen Dank, dass du auf der Arabischen Kulturwochen hier einen wunderschönen öffnenden Wortbeitrag tatsächlich sehr inspirierend. Also viele haben mir gesagt, wow, das war wirklich ein Highlight. Erstmal willkommen. Dankeschön, vielen Dank und auch danke für die Einladung. Ich habe damit nicht gerechnet, das war überraschend, aber ich habe mich gefreut. Schöne Stadt, wunderbare Menschen und vor allen Dingen eine sehr schöne Veranstaltung. Danke. Wirklich, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben in den Vorbereitungen natürlich viel auch über Ihre Person gesprochen und haben uns dann schon, ne, das gibt ja vieles, was über Sie steht im Internet und so weiter, und das habe ich verstanden, als Sie das die Anmerkung gemacht hatten mit als im ersten Gespräch mit Dr. Mohammed Khalifa. Möchten Sie, also was ist für Sie, warum ist es für Sie so wichtig, bei solchen Veranstaltungen tatsächlich auch mal den Raum zu nehmen und ein bisschen zu reden, etwas mitzuteilen? Ich glaube, dass wir, das ist meine persönliche Meinung, dass eine Kultur nur dann zum Vorschein kommt, eine großartige Kultur, wenn sie sich in erster Linie selbst würdigt. Eine Kultur, die sich selbst würdigt, wird erst dann durch andere gewürdigt werden. Das ist der erste entscheidende Punkt. Der zweite Punkt ist, wie lernt man eine Kultur kennen? Das heißt, es braucht ja Leute, die auf diese vielleicht schwierigen, manchmal auch langweiligen Themen eingehen, aber dennoch eingehen müssen. Was hat diese Kultur anzubieten? Welche Philosophen gab es? Welche bedeutenden Mediziner hat es gegeben? Welche Verbindungen hat es gegeben? Haben die Geographen gegeben? Haben die Chirurgen gehabt? Haben die ein System gehabt? Wie sind die mit der Pest umgegangen zum Beispiel? Wo ist Lepra zuerst behandelt worden? Wo ist das Krankenhaussystem als erstes etabliert worden? Das ist ja im Arabischen Reich gewesen. Dennoch werden Sie ja gelegentlich ja auch als Islamkritiker eingeführt oder eingeleitet. Warum haben Sie manchmal so dieses Image? Warum möchten Leute da Ihnen da Stein in den Weg stellen? Also es ist gut, dass Sie mir diese Frage stellen, ernsthaft. Erstens, ich bin kein Islamkritiker. Das ist eine falsche Bezeichnung meiner Person. Ich bezeichne mich eher als liberal. Liberal im Sinne von in der Tradition der maurischen Kultur. Wir haben immer zusammen gelebt, früher mit unseren jüdischen Brüdern und Schwestern, mit unseren christlichen Brüdern und Schwestern. Das ist der liberale Aspekt eines Ibn Rushd, der ist zwar auf der einen Seite sehr gläubiger Moslem, auf der anderen Seite doch liberal. Das finden wir bei anderen Philosophen auch, das finden wir in der maurischen Kultur sehr stark. Und dieser Vorwurf, ich wäre ein Islamkritiker, nun ja, ich habe damals darum gebeten, dass wir uns zusammentun, einen Wohlfahrtsverband gründen, um zum Beispiel im Palliativbereich Antworten zu geben, eine Ethikkommission zu gründen, beispielsweise Antworten zu geben für Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden oder vergewaltigt worden sind und ungewollt schwanger sind. Deswegen ist das ein richtiger Aspekt. Ich muss aber noch korrigierend sagen, weil die Frage wichtig ist, es gab ja im Prinzip diese Geschichte mit Berlin und ich hätte die ausspioniert und so weiter. Nein, das habe ich nicht gemacht. Auf sowas Lächerliches lasse ich mich nicht ein. Die Einträge, die bei Wikipedia zu finden sind, sind nicht von mir. Allein sieht man daran, dass das Geburtsdatum falsch ist. Ich würde nie so die Sachen formulieren. Und mir ging es damals nicht um eine Moschee, sondern tatsächlich um Gründung einer Institution. Und genau diese Fragen: Sterbehilfe, Palliativ, Hirntod, häusliche Gewalt und so weiter zu beantworten. Darum ging es mir. Deswegen bin ich, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht, ganz normal zurückgetreten. Danach wurden meine ganzen Seiten attackiert. Diese Erklärung, die da abgegeben worden ist, ich würde als Undercover so und so, die ist nicht von mir. Ich habe meine Homepage verloren, damals haben sie meine Facebook-Seite attackiert, ich habe Morddrohungen erhalten. Also insofern, ich habe darauf aber nicht geantwortet. Ich habe es einfach so in sich ruhen lassen, weil ich das als sinnlos empfunden habe, auf solche absurden Vorwürfe zu antworten. Man wäre ein Undercover-Agent, um die Liberalen auszuhorchen. Dabei bin ich selber liberal. Also insofern ist das absurd. Erlauben Sie mir zwei Bemerkungen. Der Begriff der liberalen Muslimen ist ja schon besetzt. Es gibt ja politisch gesehen ja schon diesen Begriff, und das ist ja, also ist das das, was Sie meinen, oder meinen Sie einen anderen Begriff für liberale Muslime?
Ich meine einen ganz anderen Begriff von liberalen Muslimen. Ich beziehe mich darauf, dass wir in unseren Ländern beispielsweise uns weiterentwickeln. Ich rede darüber, dass wir zum Beispiel als Muslime in Deutschland nicht unterscheiden in Türkisch, Marokkanisch, Tunesisch, sondern eine gemeinsame Linie fahren. Ich rede darüber, dass wir Problemfälle in der muslimischen Community, sei es Antisemitismus, kommt in allen anderen Communities ja auch vor, dass wir das beheben, dass wir da Instrumente finden, um das zu beseitigen oder zumindest zu erschweren, Mechanismen zu finden gegen Extremismus und gleichzeitig aber sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, ohne sich aufzugeben. Das ist mein Begriff von Liberalismus. Der Begriff von Liberalismus, der von Ahmed Mansour oder von anderen geprägt ist, das ist nicht meine Nähe, das war es nie, das wissen die auch. Aber Sie verstehen schon, dass halt der nicht so politisch bewanderte Zuhörer manchmal halt dann diese Begriffe vielleicht vermischt und sagt, ah, ist vielleicht das gemeint oder da muss man vielleicht eventuell einen anderen Begriff für finden, aber das ist nicht, es obliegt nicht mir, das zu entscheiden oder Ihnen da Empfehlungen auszusprechen. Ich habe aber noch einen anderen Aspekt, den ich vertiefen möchte mit Ihnen, und zwar die Themen, die Sie beschrieben haben, wie zum Beispiel einheitliches Auftreten in der Zivilgesellschaft durch Wohlfahrtsverbände, durch Auftritt beispielsweise Ethikkommission oder auch, es gab vor kurzem ja die Diskussion über Sterbehilfe oder Organspende. Das sind alles Themen, die eigentlich ja auch bei den islamischen Verbänden gut angesiedelt sind. Warum sind Sie da kritisch dem gegenüber? Weil Sie es eben nicht tun. Das ist der Punkt. Ich bin nicht per se gegen muslimische Verbände. Das ist ein Irrtum. Ich kritisiere deren Vorgehensweise. Wo sind denn diese Institutionen? Ich bin seit fast 50 Jahren hier in Deutschland und warte und ich arbeite ja im Krankenhaus als Mediziner. Was mache ich jetzt mit einem afghanischen Flüchtling, bei dem wir plötzlich einen Hirntumor diagnostizieren, der auf der Intensivstation liegt und keine Angehörige hat? Wer kümmert sich darum? Soll ich den Zentralrat der Muslime anrufen? Die haben solche Institutionen nicht. Die DTIP hat solche Institutionen nicht. Das Angebot war, lasst uns zusammentun und diese Institutionen gründen. Das ist meine Kritik. Das heißt, ich sehe da massive Defizite, die aber so interpretiert worden sind, als wäre ich per se gegen muslimische Verbände, als wäre ich jemand, der... so liest man das. Ja, die Presse... Ja, nein, die Presse schreibt das ja so. Die Presse schreibt ja auch, ich hätte, um ein Buch zu schreiben, die Liberalen unterwandert. Was für ein Witz. Wenn ich darüber ein Buch schreibe, brauche ich sie doch gar nicht zu unterwandern. Das Ganze ist sinnlos, deswegen verfolge ich diese Linie auch nicht mehr. Die können auch schreiben, was sie wollen, ignoriere ich, weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich mache. Und ich stehe weiterhin für diese Sachen, dass die türkischen Verbände, die marokkanischen Verbände oder überhaupt die arabischen Verbände und die in Deutschland neu entstehende Verbände von Konvertiten beispielsweise, dass man sich zusammentut, einmal anstrebt Körperschaft des öffentlichen Rechts, das brauchen wir. Zweitens müssen wir Antworten geben, ethische Antworten geben, wir müssen Antworten geben auf die Sterbehilfe, wir müssen Antworten geben auf Thema Hirntod, wir müssen Antworten geben auf ungewollte Schwangerschaft, wir müssen Antworten geben auf Pflegeheime, Versorgung, kultursensible Versorgung. Das ist ja etwas, was ich vor 15, 16, 17 Jahren angefangen habe. Ich bin einer der Ersten, der über den Hirntod bei Muslimen gesprochen hat. Einer der Ersten, über die kultursensible Versorgung gesprochen hat. Und dann hieß es eine Zeit lang, ja, wir werden das machen, die Verbände werden das machen. Wo stehen wir heute? Da, wo wir vor 20 Jahren gestanden haben. Es ist häufig auch ein Ressourcenmangel. Aber ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview jetzt durchgeführt haben. Und ich hoffe, dass das auch noch, dass wir das im Prinzip die Nachricht übertragen können. Weil das ist in den Vorbereitungen hatten wir schon was gelesen. Und es war mir wirklich ein persönliches Interesse, Sie zu verstehen. Und ich hatte mir schon was gedacht. Eigentlich sind wir gar nicht so weit entfernt voneinander. Aber naja, werden halt Sachen dann unterschiedlich ausgelegt. Und ich freue mich sehr über dieses außergewöhnliche Interview. Wo Sie halt mich persönlich überzeugt haben. Und eigentlich sind wir, wie war das eben mit dem Goethe-Institut, Orient und Okzident sind gar nicht so voneinander entfernt. Ich freue mich sehr, weil die Arabische Kulturwoche hat uns zusammengebracht. Ja, aber das ist ja in der Tat so. Also das ist übrigens das erste Mal, dass mich jemand direkt fragt, ohne einfach irgendwas zu schreiben, ohne mich zu fragen. Nach wie vor stehe ich da. Wissen Sie, Liberalismus heißt ja nicht, dass man die eigenen Werte wegwirft oder das ist ein Irrtum. Liberalismus bedeutet, ich akzeptiere den anderen so, wie er ist, aber ich darf meine Werte ausnehmen.
Das ist Liberalismus. Und wir leben in einer Gesellschaft mit Diversität, mit vielen Kulturen, mit vielen Religionen. Und wir müssen lernen, miteinander umzugehen, so dass es untereinander gut funktioniert. Das ist im Prinzip die Aufgabe der Integration. Und darum geht es ja die ganze Zeit. Natürlich ist das so, wenn Sie heikle Themen ansprechen. Wenn ich über Hirntod spreche, kriege ich Beleidigung, weil es ist wahr, Hirntod im Islam, nein. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen Antworten geben. Das gleiche gilt für andere Themen, wie Schwangerschaftsabbrüche, wie beispielsweise Sterbehilfe. Jeder denkt, ich befürworte die aktive Sterbehilfe, was vollkommen absurd ist, sondern mir geht es um passive. Und was machen wir mit Schmerzpatienten, wie versorgen wir sie, was passiert, wenn ein Patient sagt, ich möchte nicht mehr leben. Wir brauchen Antworten, Ansprechpartner, Organisationen. Ich bin dagegen, dass die türkische Community eigene Antworten gibt, die arabische Community. Wir müssen es gemeinsam machen. Das ist die Kritik an die Verbände. Nicht zersplittern, nicht auseinanderdriften und jeder für sich und jede Organisation, sondern hin zu einem Dachverband für die Muslime hier in Deutschland. Das ist die Idee. Das ist übrigens wahrscheinlich auch der Grund, warum man mich so ein bisschen in die Ecke getrieben hat und sagt, der ist ja gefährlich für uns. Dann würde das ja bedeuten, dass das bedeutet für den einen Machtverlust, für den anderen so und so. Aber ich glaube, wir müssen umdenken im Sinne unserer Mitmenschen, auch für den Kultursensiblen bedeutet, wenn ich beispielsweise ein Pflegeheim habe, muslimisch geführt, und ich kriege einen Mitbewohner jüdischen Glaubens, dann habe ich die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass er seine Rituale, seine Rechte bekommt. Das ist der Begriff vom Liberalismus, den ich verstehe. Aber nicht so ist es, aber nicht so, wie es in vielen Zeitungen steht, diese absurde Sachen. Natürlich ist das nicht schön, wenn das bei Wikipedia drin steht, solch eine Bemerkung drin steht. Da versucht man im Prinzip jemanden zu diskreditieren. Aber diese Facebook-Sachen, die habe ich nicht geschrieben. Ich habe damals viel kämpfen müssen, um meine Seiten wiederherzustellen, um aus dieser Bedrohungslage, die ja das war ja kein Spaß, meine Mutter wurde bedroht, meine Familie wurde bedroht, das war wirklich kein Spaß. Herr Dr. Azizi, ich bin begeistert, ich wünschte, wir könnten noch irgendwie tausend Fragen stellen. Ich habe nämlich noch eine Menge Fragen. Ich glaube, das ist jetzt ein erster Teil und ich will alles versuchen, an einem meiner anderen Projekte vielleicht nochmal einzubinden und da nochmal dieses Gespräch vorzuführen, weil ich glaube, wir sind auf der gleichen Wellenlänge und ich freue mich sehr. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis demnächst. Dankeschön.